Berlin ist eigentlich die perfekte Stadt für Halloween, oder? Warum? Ja, weil es ist die Halloween-Hauptstadt dieses Landes, würde ich fast schon sagen. Ja, weil einfach alles, weil gruselige Gestalten, wildes Rumgeschrei, der bissige Geruch von Kotze. Ja, das stimmt, ja. Gibt's auf jeder Bahnfahrt hier bei uns, ja. Und zwar eigentlich das ganze Jahr, aber dann irgendwann wird's so ein bisschen charmant, weil dann ist dann ja Halloween und dann kann man das ein bisschen umdeuten für sich selber. Einmal im Jahr ist okay praktisch. Einmal im Jahr ist es okay, genau, da macht's Spaß. Und wir haben uns deshalb auf den Straßen von Berlin mal umgehört, ob die Leute sich schon so richtig freuen auf Halloween. Halloween ist für mich der schönste Tag des Jahres. Das ist der einzige Tag, an dem mein Mann Walter ohne Maske vor die Tür kann. Hallo, hallo, ich bin's Wilfried. Ich bin ein Vampir aus der Uckermark. Ich bin nur kurz raus aus einem Sarg, um Blut zu trinken. Und mit Blut meine ich natürlich 10 Liter Bier in meiner Lieblingskneipe. Leider ist Sonnenlicht für mich tödlich. Und ich zerfalle in 5 Sekunden zu Staub. 5, 4, 3, 2. Damit ich mich richtig grusele, gehe ich immer durch die Inkognito-Tabs von meinem Mann Klaus. Letztes Jahr an Halloween haben uns die Nachbarskinder die ganze Tür mit Eiern vollgeschmiert. Da habe ich denen aber eine geknallt, wie Thomas Gottschalk seinem Sohn vor der Eisdiele. Für Halloween habe ich einen Mann aus einem alten Kürbis geschnitzt. Er steht hier neben mir. Aber ich bin doch gar kein Kürbis. Halt die Schnauze, Happy Halloween. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, das ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss jeder selber wissen.